Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, und schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei dem wahrscheinlichen Highlight des heutigen Tages, unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Auf jeden Fall ist es die Schnäppchenjagd des Tages, denn alle Produkte, die in der nächsten halben Stunde hier bei uns landen, kosten Sie gerade mal 10 Euro. Ganz egal, was Sie noch vor wenigen Minuten gekostet haben. Da können aus allen Produktgruppen Produkte dabei sein. Eins wollte ich Ihnen noch sagen, schnell sein, wenn Ihnen was gefällt. Wir beide wissen nicht, was kommt, aber eine junge Dame, die steht da links von mir schon bereit. Die weiß es und ich würde sagen, Monika, die rufen wir jetzt. So, eine goldene Regel noch. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. So, mit einem O beginnen wir. Ich möchte ein O kaufen. Ach nee, das war eine andere Sendung. Ach, mit Dynamo-Technik. Ist ja richtig praktisch. Was haben wir denn hier? Wow. Das ist jetzt mal richtig viel. Also, es ist eine LED-Camping-Laterne. Das sehen wir, glaube ich. Aber die wird einmal entweder per Dynamo aufgeladen. Ja. Aber das erstmal, wenn wirklich kein Sonnenstrom mehr da ist, weil oben ist ein Solarpanel. Die lädt sich auch per Solar auf. Und eine Minute kurbeln heißt, wenn wirklich der Akku leer ist, dass du 10 Minuten Licht hast. Und wenn die voll sind, hast du bis zu 4 Stunden Leuchtdauer. Ach, cool. Also, das ist mal richtig cool, ja. Ja, das ist richtig lange vor allem auch. Und ich liebe ja unsere ganzen Dynamo-Produkte und das hier jetzt für 10 Euro. Mir macht das immer richtig Spaß, wenn man seinen eigenen Strom hier quasi erkurbeln kann. Also du kannst ihn auch per USB, wenn es ganz normalen Strom gibt, auch laden. Ja? Mhm. Und in den meisten Fällen wird auch das Solarpanel oben ausreichen. Und wenn das mal nicht mehr reicht, dann kannst du eben erkurbeln. Ich sag mal, wenn alle Stricke reißen, hast du immer noch Licht. Was ich hier schön finde, du hast keinen Strahler, sondern du hast ein 360-Grad-Licht. Also rundum, du stellst es auf den Tisch und jeder um den Tisch herum hat eben oder bekommt Licht. Und wir sehen, das wird noch verstärkt. Durch diesen Spiegelkegel, der angebracht ist. Dadurch hat man eigentlich gefühlt die doppelte Menge Licht. Ja, ist auch wahnsinnig hell und ich finde es auch schön, dass man das hinstellen kann, aber auch aufhängen. Also Sie haben ja noch so einen kleinen Aufhänger mit dabei, gerade vielleicht auch so im Campingbereich, im Zelt oder so. Dann direkt in die Zeltmitte. Das ist super klasse. Ja, heißt offiziell auch LED-Camping-Laterne. Ja. Lädt per Dynamo, Solar oder auch per USB. Ist auch richtig hell mit 60 Lumen, obwohl das, ich glaube, es fällt Ihnen auch auf, wesentlich heller als 60 Lumen erscheint. Mhm. Aber das kommt durch diese Spiegelkegeltechnik, so nenne ich das mal. Ja, und hier natürlich, du hast es, hier steht es auch, Deckenbeleuchtung im Zelt oder Wohnwagen. Ja, aber auch mal als Notfallbeleuchtung für zu Hause, weil hier brauchst du nicht überlegen, oh, habe ich noch irgendwo Batterien oder ähnliches, sondern wenn wirklich mal alle Stricke reißen, dann kurbelst du halt eine Minute, dann hast du wieder die nächsten 10 Minuten Licht. Ja, für 10 Euro, also ich finde den Preis richtig klasse hier für unsere Campingleuchte. Kann man natürlich auch so mal auf der Terrasse oder auf dem Balkon stellen, weil auch das Solarpanel ist natürlich richtig praktisch. Jetzt wird es ja auch wieder Frühling, der Sommer kommt auch wieder. Da kann man die Sonnenenergie ja auch einfach nutzen. Also vielfach einsetzbar, ob beim Camping oder auch zu Hause im Garten. Die Bestellnummer ist die gleiche, die ZX 9010 und die 569 für diese Campinglaterne. Und auch hier gilt natürlich, Sie dürfen die bis zu 5-mal bestellen. Sie können also auch, ich sag mal, mehrere Stellen damit im Prinzip energiesicher beleuchten. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also schön. Und es gibt heutzutage viele, viele Sachen, die sind eigentlich für Camping irgendwann mal erfunden worden oder gemacht worden. Aber mittlerweile ist es auch für zu Hause ein Stückchen Sicherheit. Egal was passiert, ich habe Licht, ich muss nicht an Batterien oder Strom denken. Mit der Campinglampe mit Sicherheit. Ich bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. Da kommt Diana auch schon wieder. Sehr schön. Dankeschön, Diana. Bitteschön. Na, was haben wir jetzt? Relativ schwer. Ich glaube, das gefällt dir. Es sieht aus wie ein Radio. Aber sie hat es mir so reingelegt, dass ich es nur von hinten sehe. Ich gebe dir mal eins, Diana. Es ist ein Radio. Oh, es ist ein Weltempfänger. Richtig. 20-Band-Weltenempfänger. Mhm.
Also das finde ich phänomenal. Es gab früher, und meine Generation, also die Leute in meinem Alter werden das sich erinnern, so in den 70er Jahren kamen die ersten Weltempfänger raus. Ich glaube, es war von der Firma Grundig. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber mein Vater hatte einen. Und das war sein Heiligtum. Der hat auch ein unglaubliches Geld gekostet. Wir Kinder haben, wenn er nicht da war, immer dran rumgespielt und haben versucht, wirklich aus aller Welt Sender zu bekommen. Und das bekommst du natürlich. Mittelwelle und UKW, das ist begrenzte Reichweite. Das heißt, du bist also in Deutschen unterwegs. Mit UKW kürzere Reichweite, Mittelwelle ein bisschen längere. Aber hier natürlich die Langwelle oder SW, wie es hier benannt ist, da hast du sogar teilweise weltweiten Empfang und deshalb auch Weltempfänger. Also einerseits kannst du jetzt, wir haben früher immer, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, also für uns asiatisch klingend, chinesisch klingende Sender bekommen. Also es war eine asiatische Sprache, ob es chinesisch war, weiß ich nicht mehr. Und das hat sich immer so lustig angehört. Wir haben uns so halt wirklich halb tot gelacht. Aber andersrum, wenn du jetzt in Urlaub gehst, ich sage jetzt mal Dominikanische Republik und am Strand liegst, kannst du, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, mit diesem Radio deutsche Sender empfangen. Finde ich super. Also ich wusste auch noch gar nicht, dass es sowas überhaupt richtig gibt. Und das jetzt für 10 Euro finde ich klasse. Und natürlich hier auch bis zu 20 Frequenzen kann man hier empfangen, aus aller Welt. Also 20 Wahnsinn. Bänder, 20 verschiedene Bänder haben wir. Und es macht wirklich Spaß, hier noch analog zu drehen. Ja, übrigens, früher konntest du, das geht heute auch nicht mehr, also es ist, glaube ich, auch verjährt, früher konntest du, wenn du ein klein bisschen weiter gedreht hast, sogar den Polizeifunk hören. Der ist mittlerweile, der ist mittlerweile nicht mehr analog, der ist digital. Das ist ja auch mal interessant. Aber, das Lustigste, was ich mal gehört habe, hier hat irgendein Polizist hat mal einen Unfall gemeldet. Ja, wer ist in Schuld? Und dann hieß es wir. Ja, also okay, andere Geschichte ist schon Jahre her, würde ich heute nicht mehr machen, aber es war damals möglich. Sie erinnern sich vielleicht auch und haben es vielleicht auch mal aus Versehen eingestellt gehabt. Aber ich finde, Weltempfänger ist für mich immer noch Faszination pur. Wir haben ja auch Kundenbeiträge. Die Tina aus Berlin schreibt, guter Weltempfänger mit gutem Sound und Design, leichte Bedienung. Oder der Christian, der schreibt, ein kleines praktisches Radio, gut geeignet für Spiel, Sport und Freizeit. Es lässt sich kinderleicht bedienen und die Rauschunterdrückung selbst bei lokalen Sendeeinstellungen ist optimal. Mhm. Ja, ist ja super. Also auch das sind vor allem für 10 Euro. Ich weiß, also ist eine andere Zeit, aber die ersten Weltempfänger, die haben ein kleines Vermögen gekostet. Mhm. Ja. Also da hat man wirklich ganz, ganz tief in die Tasche greifen müssen. Und deshalb war es auch das Heiligtum. Und unser Vater hat auch immer mit uns geschumpfen, weil er hat natürlich jedes Mal gemerkt, wenn wir dran rumgespielt haben, weil ja der Sender verstellt war. Ja? Also wir wurden immer erwischt, aber wir haben es trotzdem immer wieder gemacht. Das war so ein Kreislauf. Ja, ja, das glaube ich. Das macht man ja gerne. Aber ich finde es super klasse, dass man, wenn man vielleicht im Urlaub ist, natürlich auch mal hier ganz viel Musik hören kann aus aller Welt. Für 10 Euro, die bestellen mal für unseren analogen 20-Band-Weltenempfänger ist die ZX1730 und die 569. Da müsste ich auch mal ausprobieren. Also um Missverständnisse zu vermeiden, du kannst ja natürlich den als Küchen- und als Gartenradio nutzen. Ja. Ja? Du hast all deine UKW- Sender. Und Mittelwelle-Sender. Aber wenn du mal wirklich viel Interesse hast, spiel mal die einzelnen Bänder durch und schau mal wirklich, welche Sprachen du hörst plötzlich. Ja. Auch ist auch interessant, ob du die Sprache überhaupt identifizieren kannst. Ja, ja. Stimmt. So, du buzzerst heute so gut. Komm, mach mal weiter. Mal schauen, ob wir heute Spielzeug haben. Oh! Für mich? Wartest du jetzt auch auf Spielzeug? Ja. Oh, was haben wir denn hier? Kein Spielzeug. Nein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben Ratschenschlüssel. Nein. Eine Ratsche ist etwas, was du nur einmal ansetzt und drehst. Hier sagt man, also ich habe es kennengelernt unter Engländer, es ist aber ein Ringgabelschlüssel. Aha. Weil du, schau mal, gib mir mal das Verpackte rüber. Ja. Und jetzt schau mal, da hast du ein Rädchen, das gebe ich mal dir. Jetzt hast du ein Rädchen, an dem kannst du drehen. Rädchen. Und damit kannst du praktisch genau auf die Schraubengröße das hindrehen. Ja. Und jetzt kannst du hiermit praktisch jede Schlossschraube öffnen oder schließen. Also das ist wie eine Rohrzange eigentlich, aber verstellbar. Und du hast, das sehe ich jetzt gerade, noch ein Kippgelenk. Das heißt, du kannst sogar an schwer zugänglichen, das müsste man kippen können, siehst du? An schwer zugänglichen Stellen
kannst du jetzt solche Schrauben lösen, weil das geht normalerweise auch mit normalen Gabelschlüsseln nicht. Mhm. Also ich finde das klasse. Und Jonathan schreibt aus Oldenburg, das Produkt ist einmalig. Also es ersetzt viele andere Werkzeuge, die man benötigen würde, um Reparaturen im Haushalt oder anderswo benötigt würden. Lob an den Erfinder. Also ich muss sagen, ich habe es so noch nie gesehen. Natürlich den Engländer, also den Rollgabelschlüssel oder wie immer Sie ihn auch nennen möchten. Viele sagen, glaube ich, Franzose auch dazu. Ich weiß nicht, was jetzt der richtige Ausdruck ist, aber das kenne ich. Aber mit dem Knickgelenk, das finde ich jetzt wirklich genial. Ja, ist richtig praktisch, gerade wenn man wirklich an schwierige Stellen dran muss. Super, man kann das auch so einfach hin und her schieben, wie man es möchte, hin und her klappen. Das rastet nämlich immer wieder ein. Super, also ich finde, sowas braucht man einfach zu Hause. Richtig, also praktisches Gelenk, der Schlüsselkopf, den Schlüsselkopf klappen Sie bei Bedarf ganz einfach um bis zu 90 Grad in beide Richtungen und sogar den Winkel des Schlüsselkopfs kann man verstellen und so arbeitet man absolut flexibel, auch in schwer erreichbaren Ecken. Genial und mit Sicherheit auch eine geniale Erweiterung für Ihr Werkzeugkasten, weil ich bin mir sicher, so etwas haben die wenigsten zu Hause in der Werkzeugkiste und ich halte es auch für sehr praktisch. Die Bestellnummer, die NX5382 und die 569, also Werkzeug haben wir jetzt auch abgefrühstückt. Da sehen wir mal, guck mal, das wäre eine Schraube, die ist eigentlich schwer zugänglich, weil da eine Kante ist. Da kommst du eben nicht dran. Das ist dann natürlich optimal, um diese Schlossschraube hier oder Vierkant, Mutter oder Schraube zu halten oder zu schrauben. Also habe ich so noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber finde ich richtig gut. Sollte ich mir auf jeden Fall auch mal zulegen. Weil das ist wirklich richtig praktisch auf jeden Fall. Also, Werkzeug haben wir auch. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Mit dem Preisalarm. Also, auf jeden Fall richtig hochwertig, weil hier kommt ein Produkt, welches normal viel hochpreisiger ist als 10 Euro. Jetzt trotzdem reduziert mit der Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Oh. Was haben wir jetzt? Eine Kerze sehe ich. Nein, es geht nicht um die Kerze. Kerzen hier drin. Ich glaube, es geht eher um diesen Anzünder. Genau, es ist ein 100% elektrischer Design-Lichtbogen-Stabanzünder, der immer wieder aufladbar ist per USB. Mhm. Weißt du, wie es funktioniert? Ja. Nach oben schieben. Und jetzt sehen wir, wenn wir genau hinschauen, oben kommen die Pole raus und da wird jetzt ein Lichtbogen kreiert. Und mit diesem Lichtbogen können Sie zum Beispiel eine Kerze anzünden. Möchtest du es mal probieren? Da haben wir eine Kerze. Ja. Die kann auch da drin stehen, die könnte jetzt auch tiefer sein. Aber so sehen wir es vielleicht besser. Mhm. Ja, nochmal. Wahnsinn. Und geht ja richtig schnell. Also es gibt Stabanzünder, die haben viele von Ihnen vielleicht auch zu Hause, für Gasöfen, beim Camping auch für Gas. Aber die die Stabanzünder sind dann auch oft mit Gas betrieben und die sind sehr schwer nachzufüllen. Und die haben auch die neuen, alle eine Kindersicherung. Mhm. Also ich schaffe es nicht, die mit einer Hand zu bedienen. Hier ist es kein Problem. Nach oben schieben, der Lichtbogen wird gebildet. Und ich habe ja so einen Stabanzünder, einen elektrischen für meinen offenen Kamin, weil ich mir da oftmals einen Daumen verbrannt habe. Oh, ja? Du machst Holz, unten kommt Papier oder etwas, was leicht brennt und immer noch ein Anzünder. Mhm. Und wenn du dann so hingehst mit einem normalen Feuerzeug, wird es halt ganz schnell heiß am Daumen. Deshalb habe ich mir so einen Stabanzünder gekauft und zwar auch einen elektrischen. Der sieht aber, ich gebe es ganz ehrlich zu, nicht so toll aus. Ja, ich finde, der sieht auch sehr, sehr schön aus und auch richtig praktisch. Ich glaube auch mal, wenn so ein Windstoß oder so ist, wenn man vielleicht auf der Terrasse Kerzen anzünden möchte, dann ist das ja gar kein Problem. Richtig, weil mit einer Flamme hat man ja dann das Problem, dass die meistens immer ausgeht bei einem normalen Feuerzeug. Aber hier mit diesem Lichtbogen, das ist ja kein Problem. Hier finde ich einen lustigen Beitrag von Günther. Günther hat ein bisschen weitergedacht. Er schreibt uns, ich bin kein Raucher, aber für Raucher muss dieses Gerät fantastisch sein. Denn Wind, Regen und so weiter ist kein Problem. Ich habe Kerzen damit angezündet. Einfach klasse. Und jetzt schauen wir mal auf Pearl.de auf den regulären Preis. Mhm. Dort sind wir bei knapp 22 Euro in der Premium-Serie, bedeutet von Ihnen am meisten bestellt und auch mit am besten bewertet. Und Sie kriegen das hier heute für 10 Euro. Auch das hier sollte man, finde ich, immer zu Hause haben, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich mal den Daumen verbrannt hat oder den Nagel. Dann am besten noch hier so mit den paar Härchen, die man auf der Haut hat. Das riecht dann immer nicht so gut. Nein, und vor allem, du kannst das immer wieder verwenden. Ja. Ja, also Gasfeuerzeuge, ich finde es schwierig, Gasfeuerzeuge, egal ob normal oder Stab, nachzufüllen. Hier steckst du ganz einfach wie beim Handy Ladekabel rein und dann lädt er sich wieder auf. Das reicht für 60 Zündungen. Mhm. Das ist mal jede Menge. Ja, und jetzt für 10 Euro, also ich würde einfach zugreifen, weil das ist ja was, das hast du, ich sage jetzt mal,
in Anführungsstrichen eine Ewigkeit, weil du es eben nicht neu kaufen musst. Du füllst es einfach immer wieder und das auf einfachste Art und Weise. Ja, ist aber der Preisalarm, also dürfen Sie nur bis zu einmal bestellen. Aber auch das ist natürlich ein richtig guter Deal. Wir haben es gerade gesehen, bei den Kollegen ist das deutlich teurer. Also am besten direkt jetzt zugreifen. Und dann können Sie ganz alles, was Sie anzünden wollen, ganz einfach hier anzünden mit diesem Lichtbogen. Ich finde das richtig klasse. Natürlich auch vom Optischen, sieht wunderschön aus. Kann man auch mal auf dem Tisch einfach liegen haben. Ja, natürlich. Die Bestellnummer dafür ist die NX9613 und die 569. Gerade solche Vasen, wo etwas tiefer liegende Kerzen drin sind, kommst du ja so auch nicht dran. Auch Teelichter, die irgendwo drin sind, kommst du mit dem normalen Feuerzeug nicht dran. Also so Stabfeuerzeuge haben schon Fortschritte. Auch wenn sie beim Camping im Wohnmobil oder auch im Wohnwagen so einen Gaskocher haben, einen Gasherd haben, der ist damit auch wesentlich einfacher anzuzünden. Ich denke, in der Gastronomie dürfte das auch sehr beliebt sein. So, also, Preisalarm, dran denken, maximal eins dieser Feuerzeuge pro Besteller. Dankeschön, Diane. Bitteschön. Spielzeug? Ich bin im Moment, erst nur im ersten Moment war ich ein bisschen überrascht, aber ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist so eine Zitronenpresse, oder? Richtig. Ja. Manuelle Zitrus- und Saftpresse aus poliertem Edelstahl mit einem Durchmesser von 7 cm. Also man merkt schon die Wertigkeit, ja? Ich glaube, man hört es auch. Das ist also jetzt nicht dünnes Blech, das ist richtiger Edelstahl und dementsprechend sehr stabil, sehr hygienisch. Das finde ich immer wichtig. Ja, es gibt so Plastikpressen, gibt es ja auch. Ja. Aber die sind nicht immer ganz so einfach zu reinigen. Nee. Manchmal würde ich sagen, sogar unmöglich, die hygienisch zu reinigen. Mhm. Bei Edelstahl ist das einfach. Kennt ihr, es gibt ja so Cocktails, wo du auch Limetten reinpresst, ja? Und da wäre sowas, glaube ich, optimal. Ja, auf jeden Fall. Holen Sie das Beste aus den Früchten, genießen Sie morgens eine erfrischende Vitaminbombe oder machen Sie ganz frischen Saft zum Kochen und Backen. Ja, Diana, du backst doch auch gerne, oder? Da muss man bestimmt auch mal eine Zitrone auspressen. Ja, manchmal brauchst du Zitronensaft oder auch beim viele Salatdressing oder so. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Sieht fantastisch aus. Und wie hast du gesagt, sehr, sehr gute Qualität, weil ich habe auch ein paar gekauft, diese aus Plastik und dann nach zweitem Mal, das ist einfach kaputt und du kannst das wegschmeißen. Hier, sie haben Qualität, sieht super aus und natürlich können sie einfacher kochen, ja? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das auch als Knoblauchpresse oder ähnliches benutzen kann. Knoblauchzehe rein und die kommt dann gepresst unten raus. Müssen wir mal versuchen, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Oder steht irgendwas von Knoblauch auf deinem Zettel? Nein, das steht nicht. Zitrusfrüchte. Richtig, Zitrusfrüchte zu Limette. Kochen. Oder auch zu backen, ja, Limette auf jeden Fall. Also sollten Sie auch Knoblauch damit pressen wollen, was meiner Meinung nach geht, bestellen Sie gleich zwei. Also mit den Zitrusfrüchten auch Knoblauch und nachher wieder zurück. Auch bei Edelstahl, glaube ich, bleibt Knoblauch, da. Knoblauch, das ist zu große Löcher, ne? Meinst du? Okay, ja, gut. Kann man sogar in die Spülmaschine legen. Lassen wir Knoblauch einfach weg und bleiben bei den Zitrusfrüchten, aber das ist ja auch gesund. Ja, können Sie auch in die Spülmaschine legen, also das Reinigen ist hier gar kein Problem mehr. Und pressen Sie mühelos und schnell aus, füllen Sie Ihr Glas und Handumdrehen mit köstlichem Zitronensaft oder verfeinern Sie Cocktails und Dressings direkt am Tisch. Und wir haben auch sogar einen Kundenbeitrag von der Veronika, die schreibt, sehr gut, um Limonen oder Zitronen auszupressen. Also sehr beliebt. Ja. Mit der ZX6307 und der 569 können Sie sich diese Presse einfach direkt nach Hause bestellen. Und dann tun Sie auch was für die Vitamine, weil die sind ja auch mal sehr wichtig. Ja, mit Sicherheit. Okay, also jetzt waren wir in der Küche. Mal schauen, wo uns Diana jetzt hinführt. Ein Grinsen im Gesicht. Entweder sie veräppelt mich jetzt oder hier Spielzeug drin. Bestimmt. Aha. Sonst hätte ich den Karton gekriegt. Es ist Spielzeug drin. Und zwar ein richtig geniales. Möchtest du einen? Ja, klar. Es ist unser sprechender Papagei. Ich bin Fan von ihm. Du kennst ihn ja auch, oder? Ja, ich kenne ihn auch und ich liebe ihn. Es ist so lustig. Hallo, ich bin Papagei. Der quasselt wirklich alles nach. Du, red nicht immer alles hinterher, was ich sage, ja? Achtung. Ich finde das toll, diese Comic-Stimme. Und egal, was sie sagen, das ist immer so dynamisch. Er nimmt immer 30 Sekunden auf und dann läuft er los und wiederholt das. Bitte? So,
So, und das hat eine Eigendynamik. Wenn du die mal aufstellst auf den Tisch bei irgendwas Fest, jeder will dem irgendwas sagen, dass es auch nachblabbert. Sehen Sie das? Genau das wird jeder machen. Und dann gibt es eine Eigendynamik. Ich würde Ihnen hier sogar empfehlen, zwei zu bestellen. Ja, dann quasseln die sich gegenseitig was vor. Und das ist ein Riesenspaß für Groß und Klein. Was waren das für Geräusche, meine Diana? Kuckuck. Macht ein Papagei Kuckuck. Ja. Oh, 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 in meiner Welt, ja. Nummer zwei auch. Ja, also Sie sehen, 30 Sekunden Aufnahmezeit, 30 Sekunden wird alle Geräusche wiederholt, die eben gelaufen sind und das in einer richtig tollen Stimme. Guck mal, jetzt sind sie sogar synchron, die zwei. Wohin? Der eine will zu dir. Ich finde das toll, oder? Ja, das ist wirklich einfach richtig Spaß, egal ob für groß oder für klein. Ich glaube, das freut einfach jeden. Und hier muss man einfach zwei bestellen oder drei, weil einer fühlt sich sonst immer ganz alleine. Ist 22 cm groß hier, unser Plüschpapagei, spricht alles nach und läuft dabei auch noch so richtig süß. Also die kann man einfach nur gerne haben, die Bestellnummer hier fürs TPX 2304 und die 569 für unseren sprechenden Plüschpapagei mit dem Namen Lora. Also am besten direkt bestellen. Die Sonja aus Düsseldorf schreibt, für Kinder war es ein tolles Geschenk. Die Überraschung geht noch bis heute, nur zu empfehlen. Oder die Julia schreibt, einfach nur lustig. Selbst wenn nur Erwachsene am Tisch sitzen, ist es der Knaller. Man muss diesen Papagei einfach gerne haben. Ja, das gibt so eine wirkliche Eigendynamik. Jeder fängt dann an, irgendwas vorzusagen, was Lustiges oder Ähnliches. Und ich habe erst letzte Woche eine Dokumentation über Papageien gesehen. Oh. Die werden bis zu 100 Jahre alt. Jetzt weiß ich nicht, ob unser Stoffpapagei das auch schafft. Aber der Spaß, der ist auf jeden Fall legendär. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Also denken Sie dran, Ostern. Knapp einen Monat ist Ostern, also stimmt, das wäre vielleicht auch eine tolle Geschenkidee. Machen wir mal weiter hier. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Dankeschön. Dankeschön, Diana. Bist du der Papagei? Kuckuck. Ich finde das immer lustig, dass dein Papagei immer Kuckuck macht. Ja, wenn der heute nicht heim. So, das ist ein kabelloser Solar-LED-Außenstrahler mit Bewegungssensor. Und ich kenne da einige Anwendungspunkte, gerade Gartenhäuschen oder Ähnliches oder Eingänge, die schlecht beleuchtet sind, bringt man das oberhalb des Eingangs ein. Weil auf der Rückseite, und dementsprechend würde ich es auch waagrecht aufhängen, hast du ein Solarpanel. Das heißt, tagsüber wird das geladen und dann dieser weiße Hubbel, das ist der Bewegungssensor. Also genau, so aufhängen. Und wenn jetzt jemand in der Nähe des Ortes kommt, geht der Strahler, also in dem Fall nach unten an und beleuchtet, bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, die Tür. Und ich finde das toll, ohne eben Montage, ohne Kabel, ohne Stromverlegung, sondern alles mit Kraft der Sonne. Man kann es sogar auch noch richtig praktisch hin und her drehen. Und bei mir ist das immer das Problem, ich finde mein Schlüsselloch abends nicht, weil wir einfach keine vernünftige Lampe haben, außen an der Eingangstür. Und da wäre das hier, glaube ich, wirklich perfekt, weil das braucht ja kein Stromkabel. Und dann sieht man immer das Schlüsselloch und muss nicht Ewigkeiten da stehen und versuchen, den Schlüssel einzustecken. Richtig, also da hast du wirklich genau dorthin Licht. Also ich habe ein Licht mit Bewegungssensor. Mhm. Aber ich habe dasselbe Problem mit dir, mit dem Schlüsselloch. Ja. Weil wenn ich vor der Tür stehe, stehe ich praktisch im Lichtschein, weil der scheint mir auf den Rücken. Also ist das Schlüsselloch im Schatten. Und dann ist es auch schwierig, im Dunkeln das zu finden. Das könnte dieses Problem lösen. Wir haben gerade eine Einblendung gesehen, wo es eben über so einen Gartenhäuschen-Eingang ist. Können wir das auch vorstellen über der Terrassentür. Eigentlich überall, wo ein bisschen Licht fehlt, kann man das montieren. Und dann ist es ein absoluter Selbstversorger. Ist auch noch richtig hell, sehe ich gerade. Also da hat man wirklich genug Licht. Und natürlich auch richtig praktisch hier zum Anbringen. Sieht auch richtig schön aus von der Farbe in diesem wunderschönen Schwarz. Passt, denke ich mal, zu allen Einrichtungsstilen oder auch draußen am Haus. Mhm. Vielleicht auch bei den Mülltonnen, damit man auch den Müll richtig trennt. Ja, halt schauen, dass es so aufgehängt ist, dass es Sonnenstrahlen abbekommt. Und dann ist es ein Gerät, was absolut keine Folgekosten hat, weil die Energie ja ausschließlich durch die Sonne geliefert wird, gespeichert wird und durch den Lichtsensor, der ebenfalls verbaut ist, schaltet sich das Licht auch erst ein, wenn es dunkel ist und natürlich, wenn es benötigt ist, das heißt, wenn der Bewegungssensor merkt, da kommt jemand in die Nähe und der braucht vielleicht Licht. Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, weil es ja nicht dauernd brennt, dass es auch die ganze Nacht durch funktioniert und am nächsten Morgen lädt es sich ja wieder auf.
Ja, richtig praktisch. Hier braucht man keine Steckdose in der Nähe, sondern einfach mit dem Solarpanel. Das überzeugt mich immer. Und natürlich der Bewegungsmelder. Das finde ich klasse, dass es schon angeht, wenn man sich hier nähert. Und das für 10 Euro finde ich super. Ja, und vor allem Solar ist ja in aller Munde. Ja. Und wenn man im Kleinen anfängt, dann ist schon mal ein erster Schritt gemacht. Die Bestellnummer ist die ZX8100 und die 569. Hier sehen wir nochmal die Terrassentür, wo es angebracht ist. Das ist natürlich toll. Viele Kellereingänge haben ja auch eine schlechte Beleuchtung. Da kannst du es auch hinhängen. Also irgendwo, wo natürlich Tageslicht hinkommt, wo nicht den ganzen Tag dunkel ist. Und dann ist es ein absoluter Selbstversorger. Und installationsfrei und folgekostenfrei. Das halte ich auch immer für ganz wichtig, dass du nicht laufend Batterien nachkaufen musst oder auch Stromkosten hast. Mhm. Das ist ein absoluter Selbstversorger. Können Sie natürlich auch wieder bis zu 5-mal bestellen. Macht vielleicht auch Sinn, einfach mehrere zu bestellen. Also wir schauen auch mal direkt, wie es weitergeht. Dankeschön. Danke, Diana. Küche. Irgendwas mit Kabel. Für die Küche. Und was ist das? Ist das so ein Quirl, so ein Mixer? Ja, sieht aus wie so ein Stabmixer. Es ist ein elektrischer Profi-Mini-Handmixer mit kleinem Mixbecheraufsatz für 2 Stufen. Also ich glaube, da kann man viel, viel drin mixen. 2 Geschwindigkeitsstufen. Hier steht ideal für Drinks, also für Cocktails, für Dips, für Soßen, für Milchschaum, für Babynahrung. Oh ja. Ich möchte noch ergänzen, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, die man mischen muss oder ähnliches. Und es ist auf jeden Fall kraftsparend und zeitsparend. Mhm. Zum Beispiel für Latte Macchiato kann sie sehr, sehr gut Schaum machen. Mhm. Ja. Oder auch jetzt, ich trinke schon wieder diese Eisweiß-Getränke, also Protein. Eiweiß. Also Proteinshakes, ne? Mhm. Und dann ich suche immer mir einen Mixer und dann ich nutze immer diesen großen Mixer. Das ist überhaupt nicht einfach und nicht praktisch, aber mit diesem wirklich schön. Du kannst es auch mitnehmen. Super, für Salatdressing auch. Salatdressing auch, dass es gut gemischt ist. Und natürlich ist schön, dass der Becher schon dabei ist. Bettina aus Schönig schreibt uns, super schnell Milchschaum herstellen, Eigelb schaumig rühren, brauche nicht immer den großen Mixer rauszuholen. Ich würde es weiterempfehlen. Und zumal jetzt für 10 Euro. Smoothies auch, die muss man ja auch nochmal durchrühren oder nachrühren. Mhm. Auch du trinkst doch gern heiße Schokolade, oder? Ja, trinke ich richtig gern. Und auch dafür ist das sehr praktisch. Denke ich mal. Weil sich irgendwann die heiße Schokolade immer unten absetzt. Dann hier einfach nochmal mit dem Quirl in die Tasse gehen, finde ich klasse. Ja, auch hier, dass auf diesem Behälter schon die Milliliteranzahl draufsteht, finde ich auch gut, weil da braucht man ja auch meistens immer eine bestimmte Angabe. Also alles zusammen richtig toll. Ja eben, da steht hier auch mit integrierter Messskala. Mhm. Man kann also genau die Proportionen abmessen, wie viel Milliliter von welcher Flüssigkeit in Mischverhältnis zu welcher Substanz dann gemischt wird mit dieser Messskala. Und hier steht nochmal besonders leiser Motor. Das halte ich auch für wichtig, dass nicht der Nachbar aus dem Bett fällt, wenn du mal einen Mixer anwirfst. Ja. Und Milchschaum, ich glaube, das Latte Macchiato ist ja absolut modern. Cappuccino, Milchkaffee. Oder auch beim Kochen zum Beispiel Omelette, Eier mixen auch sehr, sehr cool. Isst ihr Eier zum Frühstück? Mhm. Ab und zu, ja. Aber ich das schmeckt mir sehr gut, wann das ist sehr gut. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Anwendungen. Sie werden die richtige auch finden. Den richtigen Preis, den haben Sie auf jeden Fall schon gefunden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das im Haushaltswarengeschäft günstiger kriegt. Ich hätte jetzt mal gesagt, im Sonderangebot 19,90 Euro. Ja? Ja. Das wäre so ein Preis, den ich mutmaßen würde, oder? Ja, aber jetzt hier für 10 Euro, da muss man einfach zugreifen, kann man immer zu Hause gebrauchen. Richtig praktisch mit der Messskala direkt drauf. Und da können Sie einfach so viel mitmachen, egal ob es Salatdressing ist oder vielleicht auch mal Latte Macchiato-Schaum, Rührei. Also super. Ich schaue noch mal nach der Bestellnummer. Das ist die NX6274 und die 569. Und das war sie schon wieder. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow, mein Highlight. Brauchen Sie nicht lang fragen. Der Papagei, das ist der Hammer. Und Ihr Highlight, das bestellen Sie sich jetzt bitte. Und bleiben Sie bei uns. Geht spannend weiter.